Hab verloren. Ich hab nichts verloren, irgendwie, Gott sei Dank. Ey, ich hab so das Gefühl, dass das irgendwie die Spione sind, von denen diese Quadfahrer. Die fahren, die werden, meinst du, die fahren mal rum und sagen denen, wo wir gerade Ja. sind, damit die uns genau abknallen können, ne? Ey, ich komm jetzt auch nochmal zu dir. So, und die Sprengung in Kavala war mega aus, also ich wollte nur eine Tür aufmachen. Da kriegt man doch schon die Funktion. Okay. Wir verzeihen ihm, ja. Okay. Und ich glaube, was anderes bleibt uns nicht übrig. Nee. Ja, Genau, jetzt noch am besten eine Beschwerde einreichen, ne? Und da kriegen wir einen Perma-Perma-Bann. aber gut, ist der? schießen kann der Typ. Der Osama Bin Laden. Nee, Mohammed Brötchen. Also. Es ist eigentlich schon so random Deathmatch, was die eigenen Admins da machen, aber okay. Ja gut, ich meine, wenn sie es jetzt ausprobieren, dann kann ich es auch verstehen, und wenn wir es erstattet bekommen, aber ohne Ankündigung. Ja, naja, egal. Ey, die Quadfahrer wollen mich doch auch verarschen, oder? Ich helfe die Quadfahrer jetzt und wir bringen die ins Gefängnis. Oh, fuck, da steht ein Quad rum. Ich versuche mal den Typ auszuschalten. Alter. Wenn ich jetzt aussteige, werde ich doch garantiert erschossen, oder? Herr Officer? Mann, ey. Ja? Können Sie mal den Quad entfernen? Das steht auf dem Spawnpunkt. Okay, mache ich. Wenn ein Danke, Fahrzeug aber auf dem den hat er nicht gesehen. Spawnpunkt steht, soll ich den beschlagnahmen Ist jetzt oder schon in die hell, oder? Garage Ist jetzt stellen? im wetten Weg? In die Garage. Bin hier gerade irgendwie auf dem Berg, aber ich sehe keinen gerade. Auf jeden Fall kann der Wichser ganz schön gut schießen, du. Wer auch immer das ist. Jetzt war eine Frage, ich habe Arma 3, dieses Hauptspiel, eigentlich nie gespielt. Ist es mehr sowas wie Operation Flashpoint oder ist es eher was anderes? Ah, super. Keine Ahnung. So, ich hoffe, das war's auch schon. Schönen Tag noch. Danke, ebenfalls. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Was hast du noch nie gespielt? Das Arma Ich habe 3, nur das Werbung Hauptspiel. gesehen. Ja. Wie ist denn das? Ist es sowas wie Operation Flashpoint mäßig oder halt. Arma 3 ist einfach besser. Es ist. Ja. Es macht Spaß. Ja, Ich ich habe meine jetzt aber vom Arma 2 noch Spielprinzip jetzt nicht her. gespielt, von Vom daher. Spielprinzip, ja, da du bekommst jetzt deine Truppen, ne? Achso, okay, ungefähr wie Operation Flashpoint, wo du halt den Leuten sagst, der Ey, soll ganz den ehrlich, angreifen. Junge, dieser Mann, ey. Typ. Wo hockt der denn? Da oben auf dem Berg, wo ich gerade gestorben bin. Jo, alles gleich sehen. Ey, der Suppe soll mal seine Hündchen da zurückhalten, Mann. Kollegen am Highway Patrol Posten, kleinen Tipp. Ihr solltet da drüben, dass die Hab nicht ihn. vorbeifahren, vielleicht ein paar Ich hab ihn. Stachelfences auslegen. Sehr gut. Also die Radfallen da. Ja, da sind wir auch Okay, danke. geschädigt. Alter, ganz ehrlich, Junge. Sind wir denn irgendwann mal fassen mit scharfer Munition oder halt? Ja, Ja, den wäre halt schön gewesen, wenn man den getasert hätte, what aber. the fuck? Ich habe $218.298 aufgehoben. Oh, Cool, cool, cool. freu dich darüber. Ich habe einen Heli gefunden, soll ich den klauen? Ein Pounden, halt, dass er nicht wieder erscheint. Nie wieder. Beschlagnahmen. Nie wieder, nie wieder. Oder? Ich weiß es nicht. Kann ich das denn inzwischen machen, ohne dass ich jetzt einen Bug Ja. bekomme gleich? Soweit ich Okay, weiß. Dieser Max Diamanti, ey, der hat so Dreck am Stecken.
Weißt du noch, wie wir den da angehalten haben mit den zwei Kumpanen? So, Wagen dauerhaft entfernt. Ja. Ey, der Suppe kichert da noch, ne? Wie der kichert? Ey, ja, ich hör, ich sag ihm, dass er aufhören soll. So in der Art. Habt ihr jetzt eh bei der HW-Kontrolle? Ja, ich hab ihn getötet. Okay. Ah. Ich meine, wenn er das ankündigen würde, ne? Ich sag ihm, dass er aufhören soll. Okay. Ja gut, ich meine, vielleicht will er jetzt, wollte er wirklich am Ende als Rebelle gesehen werden und nicht mehr als irgendein Admin, der irgendwas ausprobiert, ne? So, egal. Ach, und währenddessen unterbricht immer die verdammte Aufnahme. Und wir sind gerade auf dem nächsten Einsatzort. Dieser Mohammed schießt immer noch unschuldige Zivilisten und beraubt sie. Und wir sind auf dem Weg und versuchen unsere Kollegen von der anderen Seite die Zange zu nehmen. Ich höre hier einen Heli, aber ich sehe keinen. Was zur Hölle ist das, Mann? Hier, der fliegt über mir, über meine... Ja, der fliegt über mir, über meine Position. Es ist keiner von unseren. Das scheint ein Zivilhelikopter zu sein. Ja, der darf nicht so tief fliegen. Der gehört auf jeden Fall zu diesem Mohammed Vollpfosten da. Okay, wird ein anderer... Ich hab jetzt gerade mit Mohammed geredet. Der hatte den Chiller einfach vom Dach runtergestoßen. Dann habe ich mit ihm geredet, gesagt, wenn ihr eure scheiß Spielchen machen wollt, dann macht es. Er hat mir anscheinend auch zugehört, weil ich habe ihm gesagt, leg mal deine Waffe kurz weg. Ich leg meine auch weg. Hat er auch gemacht. So, ich fahre jetzt einfach weg und ich lock mich jetzt aus oder mach sonst was, weil ich habe jetzt keine Lust mehr. Ja, und der Chiller, ich glaube, der verlässt jetzt den Server. Ist mir aber eigentlich so scheißegal. Sind die Leute selbst schuld, wenn sie ihre eigenen Spieler vom Server vertreiben, ne? Jo. Okay. So. Ich war hier gerade auf dem Dach, ich hätte den noch tasern können oder so. Wenn du den noch länger hingehalten hättest, den mal ins Gefängnis. Naja, aber der ist ja gestorben. Der wird wahrscheinlich sofort wieder rauskommen, sonst. Ich weiß auch nicht, wie er so schnell seine Waffe wieder hat. Speicher doch genau wie bei den Polizisten. Wer steht da? Wer ist das? Ist das Suppe? Ne, es ist Gilly. Ich finde das auch nicht wirklich lustig, Alter. Kein Stück. Was macht denn der da jetzt? Offensichtlich macht der Admin hier auch ein paar Tests. Teilweise kann man das ja auch als Übungen ansehen, dass halt die Einheit noch mal in Training bleiben. Wir gucken uns mal den Helikopter an, wenn wir den irgendwo sehen. Hier in der Nähe von Kavala schwebt so ein Heli. Ja, da war das letztes bei mir in der Gegend irgendwo. Ja, da ist er doch. Flo, kommt gleich jemand zu euch in den Channel und spricht mit euch. Der ist so 100 oder 200 Meter von mir entfernt. Ich wollte auf jeden Fall nur eine Show machen mit dem Sprengen und alles und der Rest müsste Flo besprechen. Wenn jemand mal so nett wäre, ihn mal ganz kurz zur Verhandlung auszugeben, dass halt mal kontrolliert wird, weil der fliegt ziemlich flach hier rum. Ja, ich glaube, der ist bei der Kupfermine. Kupfermine ist ein Orca, holt vielleicht diese Geisel da ab.
Ja. Ach, ist das an der Kopf von mir gerade ein Überfall oder was? Ja. Oh, dann fahr ich da halt doch nochmal hin. Ein Orca kommt oder was? Was denn für eine Geige? War doch eben. Da ist noch einer bei mir. Da ist noch einer bei mir in der Nähe vom Apfelfeld. Ich hab jetzt eigentlich keinen Bock auf sowas. Mit dem Weg da hoch? Okay, wir müssen nochmal hin. Zum Drogendealer. Da ganz oben dabei. Da wo die X'e sind. Molos. Du kannst eigentlich der Straße noch recht lang weiterfahren. Fahr einfach der Straße lang, wo auf dem wir gerade sind. Dann eigentlich nur auf der Straße immer geradeaus. Da sind wir schon fast da. Braucht ihr Hilfe oder kann ich weiterfahren? Check aus, lass den mal helfen. Hallo, Sie haben ihn wird vorgeworfen. Sie haben ihn wird vorgeworfen, Sie haben jemanden überfahren. Ich habe jemanden überfahren, ich habe nichts gesehen. Also ich wüsste von nichts. Ja, der Server speichert das automatisch und setzt euch hier noch auf die Fahndungsliste. Nö, nee, kein Problem, ich habe nur keinen gesehen, den ich überfahren habe. Würden Sie bitte Abstand... Ah, verdammt. Würden Sie bitte Abstand halten? Um was geht's? Moa, wir kommen mit dem Ticket für 5000 für das Fahren einer Person. Halt du Abstand von ihm. Sind Sie damit einverstanden? Weil du hast nur eine Pistole. Mich bitte auch. Okay. Er meint, er ist verletzt, er will verbunden werden. Ich fahr ihm hinterher. Machen wir auch so einen Verbundservice oder lassen wir den einfach so? Ich hab leider nicht gesehen, dass ich jemanden überfahren habe. Tut mir echt leid. Ja, kein Problem. Ich hol dich gleich dort ab. Okay. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Weiterfahrt. Vielen Dank, Ihnen auch. Hier sind ein paar Rebellen unterwegs. Ja, ich habe in Sofia welche gesehen, deswegen sind wir da jetzt auch. Ich habe leider keine Erste-Hilfe-Kasten dabei, deshalb kann ich sie leider auch nicht verarzten. Aber danke Ihnen. Wer braucht haben die Erste-Hilfe-Kasten? Hier, der Starberg. Und ich auch. Oder der Skanderberg, Entschuldigung. Herr Sushi, okay, ich habe dich eben in den Knast gebracht. Jetzt verbinde ich dich. Leute, Achtung auf Leute, der Straße, Achtung auf der Straße, der kommt jetzt ganz schnell auf euch zugerast. Die Straße bitte räumen. Mahlzeit, Holger. Bitte räumen Sie die Straße. Es kann sein, dass der Mann hier gleich wieder vorbeifährt. Oh, jetzt lackt's bei mir. Räumen Sie bitte die Straße! Hey, geht doch mal weg! Entschuldigung, es hat bei mir gelackt, ich hab nichts mehr gesehen. Alter! Ist nicht schlimm, es hat gelackt, deswegen. Ich muss mal die Aufnahme beenden. Wie ihr seht, es lackt zu sehr. Auch bei solchen Einsätzen ist es leider ziemlich scheiße, wenn es so brutal lackt.